Im heutigen Ausblick auf die Märkte geht es um das großartige Leben der Truthähne. Sie wissen, Truthähne, die haben eigentlich gar kein schlechtes Leben, werden gefüttert, 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 alles scheint für sie zu laufen, entspanntes Leben, aber dann kommt Thanksgiving, also der morgige Tag in den USA, und dann ist ziemlich rapide Schluss, und derzeit haben die Aktienmärkte so ein Vor-Thanksgiving-Leben. Man wird ständig gefüttert, es gibt ständig neue Meldungen, der Handelsdeal ist unmittelbar vor dem Abschluss. Und dann gibt es dazu noch Doping durch die Notenbanken. Was soll also schiefgehen? Naja, es ist natürlich jede Menge Positives eingepreist. Wir haben jetzt wieder die Situation, dass der Handelsdeal angeblich ganz kurz vor Abschluss steht. Wir haben hier Aussagen aus China, dass man den Text finalisieren würde. Jetzt hier in Sachen Handelsdeal Phase 1 Deal. Gestern hatte Trump gesagt, naja, ich entscheide, ob der Deal zustande kommt. Das liegt nur an mir. Er muss sehr, sehr gut sein. Wir haben heute im Prinzip den letzten Tag, wo es nochmal richtig zur Sache geht. Morgen ja dann Feiertag in den USA, Freitag so ein halber Handelstag. Wir haben heute das BIP, drittes Quartal, zweite Veröffentlichung, 1,9% erwartet. Aufträge, langlebige Wirtschaftsgüter, Verbraucherpreise, PCE auch wichtig. Erstanträge, die zuletzt ja immer wieder gestiegen waren oder zweimal deutlich gestiegen waren. Vielleicht das Zeichen, dass am Arbeitsmarkt jetzt langsam was passiert. Chicago Einkaufsmanager Index, Einkommen, Auslagen und die anstehenden Hausverkäufe. Also da ist eine Menge Holz. Wir haben jetzt gesehen in China heute Nacht miserable Daten zu den Industrieprofiten. Im Oktober minus 9,9%, schwächster Wert seit 2011. Schon im Vormonat waren wir 5,3% gefallen. Wir sehen, das sieht jetzt nicht so richtig gut aus. Wir haben am Wochenende die Einkaufsmanager-Indizes aus China, Gewerbe und Dienstleistung. Da muss man sehen, ob die Dinge wirklich weiter so schlecht laufen. Die Märkte haben ja eingepreist, das, was JP Morgan hier so ein bisschen thematisiert. Naja, wir erwarten, dass sich 2020 dann die Weltkonjunktur erholte, vor allem Rest der Welt, während die USA weniger gut dann sich erholt, weil man eben vorher schon einen großen Schluck aus der Pulle genommen hat. Wir sehen, dass die Bilanzsumme der EZB in Sachen Europa und Erholung jetzt ganz kurz, ganz knapp vor unter einem Allzeithoch steht. Wir sehen, dass natürlich auch die Märkte vor einem Allzeithoch stehen. Wir sehen hier die meistgeschorteten Aktien. Sind es wieder mal die Märkte nach oben getrieben haben. Wir sehen, dass der VIX bei 11,54 steht. Extreme Bedingungen sozusagen. Es gibt null Angst im Markt. Man fürchtet überhaupt nichts. Wir sehen hier den Deal Story Count. Wie viele Geschichten über den Handelsdeal publiziert werden. Je mehr es sind, umso mehr gehen die Märkte nach oben. Es ist, wie gesagt, ganz, ganz knapp davor. Aber The Donald muss dann noch entscheiden. Also wir sehen auch, dass jetzt hier zuletzt vor allem defensive Sektoren diese Rallye getragen haben. Untypisch eigentlich Healthcare, Utilities, also die defensiven Sektoren waren es in den USA, die hier nochmal richtig zugeschlagen haben. Schauen wir uns die Dinge in den Charts an. Wir sehen hier die von Capital.com nämlich. Wir sehen den DAX 13.261, sehen den S&P 500. Da ist wenig passiert über Nacht bei 3.145. Alles natürlich Allzeithochs. Wir sehen Euro-Dollar bei 1.1010, Gold bei 1.459 und Crude Oil, nachdem gestern die Lagerbestände API etwas höher gewesen sind, doch weitgehend unverändert, $58,20. Also, das Leben der Truthähne, alles ist gut, alles ist schick. Man wird immer dicker, 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 dicker. Aber irgendwann ist vielleicht auch mal finito. Und dann kommt irgendwas, vielleicht ist es der Repo-Markt, der Geldmarkt, der derzeit ja ohne die FED gar nicht mehr leben könnte. Vielleicht ist es die BBB-Schuldenbombe, worüber ich am Donnerstag ein Webinar veranstalte um 20 Uhr. Was ist, wenn eine Rezession kommt? Dann knallt da einiges hinten über, weil die so gehebelt sind, viele Unternehmen so verschuldet sind, dass sie das wohl nicht überleben würden. Wir werden sehen, was heute noch passiert. Der letzte ernstzunehmende Handelstag. Ihnen alles Gute. Bis dann. Ciao.